Resident Evil 6. So, hallo ihr Lieben, heute wieder zu Resident Evil Kapitel 2. Jetzt sind wir immer noch in der Kathedrale. Haben jedoch den Geheimgang betreten. Und deswegen schauen wir uns mal um, ne? Und mal gucken, wie es weitergeht. Wenn ich glauben könnte, dass Gott bei uns ist. Aber ich fürchte, wir sind allein. Ja, ich glaube auch. Ich bin ja schon richtig gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Hier haben wir mal eine Tür. Und einen Raum, der nicht zugänglich ist. Schauen wir mal. Was war das? Ah, da ist ein Vieh drin. Vielleicht können wir da reinschießen. Sieht nicht danach aus. Ja. Dann lassen wir das mal. Irgendwann werden wir den Raum sicher betreten können. Da sind irgendwelche Kisten drin. Aber kein Mob. Ich kann sie nicht mit Gewalt öffnen. Okay. Dann haben wir hier wieder ein Rätsel. Das ist schön, dass man zwischendurch auch mal raten kann. Nicht permanent herumschießen muss. Also ich mag es ja gerne. Ich schieße ja gerne herum und so. Ah ja. Da haben wir wieder so ein grässliches Ding. Die aus irgendeinem Grund hier eingesperrt sind, ne? Nee, also ich schieße ja gerne böse Mobs ab und so, aber zwischendurch brauche ich dann schon eine Pause. Und das und diese Pausen, die kann man ja gut nutzen eben mit Rätselraten. Ne? Ah, hier haben wir eine Treppe, die habe ich ganz übersehen. So, mal schauen, ob wir die aufkriegen, ne? Die gehen tatsächlich auf. Und hier haben wir nichts. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es weitergehen soll. Hier irgendwo einen Schalter oder so, also sehen tue ich eben nichts, aber man muss das sicherlich irgendwo wieder aktivieren. Ich hoffe nicht, dass dann alle Türen aufgehen. Ein paar Zellen. Ich suche nur irgendeinen Punkt, wo man vielleicht was anschießen kann oder so. Was müssen wir hier machen? Ja. Also... Irgendwie irritieren mich diese Zahlen, die über den Türen stehen, ne? Aber ich kann ja hier nichts eingeben oder so. Keine einzigen Tür.
021 012. Mist, jetzt habe ich ein Standbild. Scheiße. Was war das jetzt? Ich weiß nicht, soll ich das Spiel noch mal starten oder so? Weil es ist seltsam gewesen jetzt. Hier haben wir ein Gerät. Ja, siehst du, das habe ich komplett übersehen. R-Taste drücken. So. Und wie kann ich die umstellen? Jetzt muss ich checken, wie das... Aha. Und nach links? Aha. Okay. Okay. Jetzt haben wir eine Tür geöffnet. Da war doch der Mob drin, ne? Ah! So, wie schön. 1000 Fähigkeitspunkte, also die Fähigkeitspunkte, die muss ich mal echt einlösen. Kerze, Klo. Ich hoffe nicht, dass es das war, weil eigentlich sollte hier doch irgendwas versteckt sein. Nö. Das scheint es gewesen zu sein. Dann öffnen wir die nächste Tür in der Hoffnung, dass... So, jetzt haben wir die 012. Ja gut, die stand vorher auch. Nee. Raus. Echt verwirrt heute. Ist ja auch blöd, ne? Dass keiner einem sagt, wie man hier die Tasten benutzen muss. Aber es ist ja eigentlich ganz logisch aufgebaut, ne? Zwischendurch habe ich halt ein Problem damit. Willst du rauskommen? Schön, ja. Sowieso macht mein Laser wieder komische Sprünge. Ja, es wird echt Zeit, dass ich langsam meine Fähigkeiten wieder verbessere. Der ist jetzt schön durch die Luft geflogen, ne? Es hängt natürlich von meiner Waffe ab, die ich jetzt gleich vielleicht wechseln werde, weil... Da haben wir auch nicht so viele Patronen wie mit den Pistolen. Auch nicht mehr.
auch nicht mehr zu finden, ne? Also wieder eine Kerze. Ich denke, die sind ja eh, die werden, diese Mobs werden eh glücklich sein, jetzt tot zu sein, weil wer will schon seine Tage in so einem kleinen, dreckigen Raum verbringen. Also haben wir sie im Grunde genommen erlöst. Man kann sie eben nicht ändern. Ich kann auch die Zahl nicht eintippen oder so. Nur 1, 2 ist das Einzige, was ich hier eintippen kann. Ja, wir müssen jetzt die anderen beiden Türen öffnen, aber wenn man nicht die Zahl kennt... Also, ich glaube, es ist 201 und 202. Aber wenn ich jetzt die Zahl nicht ändern kann, dann bringt mir das ganze Rumgetipsle nicht, ne? Nichts. Ha. Nee. Probieren wir es mal von der... Ja, die 2, die müsste ja stimmen. Ja, aber... Ach so. Ah, jetzt habe ich verstanden. 2. Null. Ja, zwischendurch brauche ich mal, brauche ich eine Weile, bis ich etwas checke. Aber wenn es dann hinhaut, dann passt es ja. Ja, wieder Fähigkeitspunkte. Zwar nicht viel, aber immerhin. So, hier wird auch wieder nichts sein, ne? Schlangenabzeichen habe ich sicherlich einige wieder verpasst. Es ist ja auch schwierig, sich umzusehen, ne, wenn man ständig von irgendwelchen Mobs angegriffen wird. So, 202. Los, zurück! Nicht jetzt! So, das kann man nicht mehr. Das kann man nicht mehr aktivieren. Also bleibt uns nur noch die die 1 übrig. Ja, war mir irgendwie klar, weil 201. Also mit 2, ja gut, es gibt ja nur eine Möglichkeit. Also, mit 2 fängt sie auf jeden Fall an. 2. 1. 0. Ja. Ich hab's. Super, Leon. Du bist... klasse. Da ist dieses eklige Ding. Ich hoffe nicht, dass es wieder aufsteht. Ich finde das so eklig. Mir kommt da wirklich die Gänsehaut, wenn ich an das Vieh denke. So, hier sind weitere Türen. Allerdings mit nur 2 Zahlen. Oder? Mit unbekannten Zahlen jedenfalls. Schauen wir mal. Toll. Noch ein Rätsel für uns. Ja. Ja, aber das passt ja eigentlich. Nach all der Schießerei soll es auch mal eine Rätselpause geben. Das hat mir bis jetzt wirklich gefehlt, aber anscheinend es röchelt wieder. Aus allen Ecken.
Ja, also es wird jetzt wieder dasselbe sein, nehme ich an. Wir müssen hier die Zahlen eingeben, zum Beispiel, hier haben wir die 12. Ja. Also, die 12 wissen wir. Alle anderen wissen wir nicht. Schauen wir mal. Er steht nicht mehr auf. Der Wissenschaftler oder was auch immer. Man muss nur die Ziffern auf den Türen eingeben. Ja, dann geben wir mal die Zahl ein, die schon da steht, würde ich sagen. Ja. Die erste Tür. Der hatte schon... Dem hat sie schon mal den Kopf abgeschossen. Na, was ist das? Also, der ist halt lustig. Das war jetzt geil. Frag dich, warum der in seiner Kammer mit so einem... wie heißt's? Ja, fragt sich, für was er das gebraucht hat, ne? Das hat er sich halt selbst in die Luft gejagt. Hier sind wieder Kisten drin. Ja, müssen wir uns merken. Also die fängt mit der 2 an. Probieren wir einfach mal. Ups, jetzt ist ja seitenverkehrt der Raum jetzt. 2... Probieren wir einfach mal. Ups. Ich mach mal 201. Und danach sollte nichts aufgehen. Ja, das war der Raum. Haben wir ja richtig getippt. Ne? So schwierig ist es aber auch nicht mit 3 Zahlen. Schön, eine Pflanze. Die brauchen wir auf jeden Fall. Denn wir hatten ja keine mehr. Und ich glaube, das ist es gewesen. Oder? Ja. Ich schaue mich ja auch immer wieder um nach Schlangenzeichen, doch irgendwie übersehe ich die ständig. So. Ja, da vorne, glaube ich, ist wieder 0, 1, 2. Also tippe ich nochmal diese Zahl ein. Nicht? Habe ich mich wohl geirrt. Also, 1. 0. 2. Zweite Tür. Machst du jetzt alle nacheinander auf, weil dann wer weiß was. Wir wissen ja nicht, wie stark diese Viecher sind, ne? Anscheinend nicht so stark. 1000? Ja, wir haben jetzt wirklich einige Fähigkeitspunkte. Das mache ich danach. Nachdem wir dieses Rätsel hier gelöst haben, wobei Rätsel müssen wir ja nicht mehr, wir wissen ja, wie es geht.
So. Vielleicht sehen wir das von hier besser. Es sind noch zwei Türen, ne? Probier mal 1, 2, 0. Schön, dass es so schnell hinhaut. Ja, da, das sind sicherlich so Testpersonen, ne? An denen sie dieses Virus da getestet haben. Deswegen sind die auch wahrscheinlich eingesperrt. Ein bisschen schöneren Platz hätten sie ihnen schon bieten können, finde ich zumindest. Wenn man schon an Leuten rumtesten muss, dann sollen sie es auch ein bisschen angenehm haben. So, hier ist... Ach so. Ah, und das ist die letzte Tür. Was hatten wir davor? Naja, egal, sind ja eh nur drei Ziffern. Zwei, eins, null. Na. 1, 2, 0. Dann machen wir 1, 0, 2. Nö, das war nix. 1. Das kann ich vergessen, weil das hatten wir ja. 2. 2, 1. Ja, probieren wir mal so. 2. 1. Ja, es wäre diese Tür, ne? Haben wir ja vor Augen. 2. 0, 1 hatten wir ja, oder? Ne? Ich glaube schon. Null, zwei, eins. Probieren wir mal. Ja. Offen. Gehen wir. Mir nach. Es ist wieder sehr dunkel hier, ne? Man hier einiges auch verpassen könnte und eben nicht sieht. Da mal wieder eine Tür. Okay. Moment, den Ort kenne ich. Der Abra muss in der Nähe sein. Was muss in der Nähe sein? Wer? Sie macht um alles ein Geheimnis, die gute Helena. Ich habe auch nicht verstanden. Bram, irgendwas? Wen sucht sie? Warum macht sie so ein Geheimnis darum, ne? Okay.
Ja, auf dich war ich jetzt nicht gefasst. Eigentlich hätte ich sein sollen, ne? Jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Oh, bitte nicht! Was denn? Gott sei Dank, das ist sie nicht. Aber wo ist sie dann? So, also hier muss irgendwo ein Schlangenabzeichen sein, ne? So ein großer Raum, vollgestopft mit Sachen. Gibt's ja nicht, dass man hier nichts findet. So. Hier haben wir ein totes Versuchsobjekt. Einen eingeschalteten PC. Kann man die irgendwie aufschießen? Ja, wäre wahrscheinlich nicht so ratsam. Aber er läuft noch, ne? Er läuft noch. Ja, sieht halt alles nach so einem Versuchslabor aus, aber jetzt sehen tue ich wirklich nichts, was man mitnehmen könnte. Ich wäre ja wirklich froh, noch ein Schlangenabzeichen zu finden, denn wir haben, ich glaube, wir haben erst drei. Helena, was machst du? Wen suchst du? Nach wem suchen wir? Sie sagt nichts. Warum sagt sie nichts? Also zwischendurch, gell? Deborah, gib mir ein Zeichen, wenn du hier bist. Deborah, okay. Deborah. Ja, scheint tot zu sein. Ich hoffe es halt. Der auch. Da vorne leuchtet was. Wo? Mir nach! Ja, Moment, Helena. Da ist noch ein Raum. Wird er einen Grund haben, oder? Warum der offen ist? Sieht aber nicht danach aus. Keine Kisten. Nee. Kein Zeichen, kein Schlangenabzeichen. Es müsste ja immer gleich aussehen, diese Schlangenabzeichen, ne? In diesen grellen, in diesen giftigen Türkis. Also sollte man es schon irgendwie sehen können. Ne? Helena ist immer extrem schnell. Was ist das? Sieht aus wie Kotze. Ich werde es bereuen, hier meine Munition zu verbrauchen. Aber was?
Den haben sie ja gut versteckt, ne? In der Kiste. Den wollten sie bestimmt verschicken. Aber dann ist irgendwas dazwischen gekommen, ne? Da ist einer wird schon ausgebrochen sein und dieses Chaos dann angerichtet haben. Hier haben wir noch ein Bad. Ein einsames Klo. Klosett. Ja, das war's aber auch, oder? Und wieder so ein Waschbecken mit der Kotze drin. Ah, diesmal kann man sie aber anschauen. Na, wie schön. Ich hab's gewusst, dass ich irgendwo eins finden werde. Cool. So, die Pflanze können wir wieder nicht aufheben. Dann machen wir mal Platz. So, vielleicht geht's jetzt.